Donald Trumps Probleme mit der Justiz häufen sich. Im Bundesstaat Georgia wurde der frühere US-Präsident wegen illegaler Einflussnahme auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 angeklagt. Trump hatte unter anderem von Georgias Wahlleiter verlangt, die für einen Sieg in dem Bundesstaat nötigen tausenden Wählerstimmen zu finden. Allein dafür drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis. Bei einer Wiederwahl könnte sich Trump für dieses Vergehen auch nicht selbst begnadigen. Das könnte er nur bei Urteilen auf Bundesebene. Anfang August wurde Trump auch von der US-Bundesjustiz in 4 Punkten wegen der möglichen Beeinflussung des Wahlausgangs 2020 angeklagt. Für 2 der Anklagepunkte drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren. Im Juni hat Sonderermittler Jack Smith eine Anklage gegen Trump in der Dokumentenaffäre erwirkt. Dem Ex-Präsidenten wird das illegale Aufbewahren von Geheimakten zur nationalen Verteidigung in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida zur Last gelegt, unter anderem in einem Badezimmer. Die Dokumente hatte Trump zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 aus dem Weißen Haus mitgenommen und laut Anklage später vor der Justiz versteckt. Bei einer Verurteilung würde Trump auch in diesem Fall eine lange Haftstrafe drohen. Anfang Mai wurde Trump in einem Zivilverfahren in New York zu umgerechnet rund 4,6 Millionen Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld verurteilt, wegen sexuellem Missbrauch und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll. Diese wirft Trump vor, sie 1996 vergewaltigt zu haben. Ende März wurde Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt. Der Prozess soll im kommenden Frühjahr beginnen. In New York läuft ein Zivilverfahren gegen Trump und seine beiden ältesten Söhne wegen Finanzbetrugs. Der Vorwurf, Trump soll über Jahre die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums aufgeblasen haben, das wäre Betrug. Der Richter hat keinen Zweifel daran gelassen, dass Trump verurteilt wird. Die zentrale Frage ist, wie hoch die Geldstrafe ausfallen wird.